auch wenn ich es höre, so läuft es mir eiskalt den Rücken teilweise runter. Ja, ich meine, es sind natürlich auch so Banger drauf, ne, wo man auch gute Laune zu Guck haben mal, kann. Weißt du, was ein guter Film ist? Ziemlich beste Freunde. Du lachst und du weinst. Und zwischendurch hast du noch Smalltalk. Ja. Das müssen Alben sein, in meinen Augen. Du musst... Das ist ein geiler Vergleich, ja. So empfinde ich Alben und Blow zum Beispiel. So musst du Alben machen. Die Leute müssen mal klarkommen, so, weißt du, ich meine... Ja, Blow habe ich jetzt nicht mehr so präsent, aber... Aber es ist auch, du lachst und du weinst, ja? Und, gute Sachen sind für mich immer so. Jetzt nicht, dass du beim Essen irgendwie an mir säulen oder so, um Gottes Willen, aber, zum Leben gehört halt mehr dazu, als immer nur, weißt du, was ich meine? Und das ist halt ein Teil davon. Und bei mir leider ausgeprägter als bei anderen. Und dann verarbeite ich das natürlich. Denkst du, hast du Alben schon... immer oder häufig so als so Filme gedacht? Ja, immer schon. Ich hab immer schon, natürlich am Anfang jetzt mein erstes Album, da würde ich jetzt lügen, aber das erste war Abstand. Ist ja auch ewig her so, aber ich mache halt immer Alben und deswegen weiß ich, wie es funktioniert und du lernst ja aus deinen Fehlern, aus der vorigen Platte willst du das nächste Mal besser machen und so stapelt sich das natürlich und jetzt bin ich da, wo ich bin. Jetzt kann ich verstehe es einfach viel besser. Ich bin super drinne, was das angeht. So, ne? Fällt dir ein anderes Album vielleicht von einem anderen Künstler oder Künstlerin Nevermind Nevermind ist das krasseste Album, was das angeht, so finde ich, von Nirvana. Ne? Das hat auch alles... Das ist das mit dem Baby und dem Geldschein vorne drauf. Genau. Ne? Das deckt komplett alles ab so. Aber im Rap, also... Nas-O-Matic finde ich auch noch richtig so. Das ist auch noch so ein Album, wo ich so sage, okay, das ist auch so. Film so und... Aber im Rap habe ich gar nicht so viele solche Alben. Im Punk-Bereich schon eher... Bei mir ist Kid Cudi, Man on the Moon. Ich weiß nicht, ob du das damals gehört hast. Keine Ahnung. Das war auch ein Film für mich. Ich bin auch so einer ganz anderen Zeit so, ne? Ich habe 99 meinen ersten Zug angesprüht, wo ich mein erstes oder mein zweites Auto damals hatte. Da hatte ich in meinem Auto Savage Goes Hollywood, wo er auf so Christina Aguilera den richtigen Part und er dann auf dem Beat ein 16er, auf jeden Song 16er gemacht hat. Das habe ich den ganzen Tag rauf und runter gehört, so, weißt du? Und es ist natürlich geil, dass er dann auch auf der Platte stattfindet und so. Das sind so kleine Erfolgserlebnisse, wo man früher noch ein Ticker war, so, weißt du, und dann auf einmal ist man mit Savage im Studio. Ist natürlich cool. Ne?